Herzlich willkommen zu einem weiteren Teil Freundschaftswoche. René ist auch wieder mit am Start. Jo, servus. Der Maggi ist natürlich auch da und der Jan ist auch da. Maggi ist im LKW, im HX am Arbeiten und der Jan, der sitzt da und schneidet gerade dieses Video. Also nicht dieses, aber naja, ihr wisst schon. Freunde, das hier ist ein VW Crafter und dieser VW Crafter wird von einem Kunden umgebaut und die hätten gerne ein bisschen ein optisches Tuning. Und zwar hätten sie gerne diese Fensterflächen hier in schwarz-matt foliert. Und ja, das machen wir heute. Dafür muss natürlich der Wagen sauber gemacht werden und der Wagen hat auf der anderen Seite schon ein Seitenfenster drin, dieses hier, und das muss raus, weil wenn man das ordentlich folieren will, ich zeige es euch mal gerade, ja, wir haben hier immer so Klebereste, da kommt man mit der Folie einfach nicht ordentlich dran. Deswegen haben wir gesagt, wir bauen das Fenster nochmal aus, innen drin ist der Wagen komplett leer. Das bedeutet, der René baut jetzt einmal das Fenster aus, dann machen wir die Seitenflächen sauber und dann kann ich hier ordentlich die ganzen Seiten folieren. Das steht heute an. Mal gucken, wie es die Woche weitergeht. Wir haben ziemlich viel zu tun, ist ziemlich viel Stress. Wir hatten heute Morgen schon Beratungstermine und so. Jetzt irgendwie 11:30 und ja, jetzt müssen wir mal langsam hier Vollgas geben. René, bist du bereit? Immer. Immer. Na dann, rein da! So, Freunde, hier, da ist das Fenster, war eingeklebt mit Dekasil, war schon ganz schön fest drin, ne? Das war fest auf jeden Fall. Das war fest, aber das Gute ist, das Zeug ist hier so ein abtupfbares Material, das heißt, man kann das hier tatsächlich einfach rückstandslos entfernen und so habe ich jetzt eine glatte Fläche, die ich dann später ordentlich folieren kann. Das macht in jedem Fall Sinn, dass das ordentlich ist und dann dichten wir das nachher einmal neu ein und dann ist das super. Was eine Arbeit. So, René bereitet jetzt hier alles vor und ich schneide mal die Folie schon mal zurecht. So, während der René jetzt sich gerade damit beschäftigt, die Seiten sauber zu machen, bin ich hier hinten am VW-Emblem dran. Tatsächlich muss das VW-Emblem ab, damit man das einfach hier ordentlich folieren kann und alles, was weg ist, ist halt später nicht im Weg und man kann es halt wirklich ordentlich machen. Das Witzige ist, man hat hier von hinten zwei Schrauben und man denkt, die zwei Schrauben reichen. Aber nein, es gibt noch eine dritte Schraube und diese befindet sich hinter dem Emblem. Das ist nämlich hier so reingeklipst und hat hier an der Seite drei Nasen, an die man Gott sei Dank auch von hier drankommt. Das heißt, man muss diese drei Nasen ausklipsen und es dann vorsichtig raushebeln. Ja, und dann kann man die dritte Schraube entfernen und kann das wegnehmen. Also wenn irgendjemand von euch so einen VW Crafter oder Sprinter hat und das mal tauschen möchte oder das Emblem irgendwie schwarz haben möchte, jetzt wisst ihr Bescheid, wie das abgeht. Und jetzt schrauben wir es raus. Und dann kann man es hier einfach rausnehmen, sauber machen und dann kann man die Fläche auch entspannt schön folieren. Also die Seiten sind sauber, das ist schon mal sehr gut. Ich habe mir hier mal meine Folierungshandschuhe angezogen. Wir werden hier mit Knifeless Tape arbeiten. Warum? Weil wir natürlich hier später drüber folieren und ich sonst mit Freihand, ich könnte das theoretisch, mit Freihand hier einmal die Kontur lang schneiden muss. Hier und hier. Es ist aber immer ein bisschen schwierig, freihand das tatsächlich zu machen. Nicht, weil ich dann den Lack schneide, sondern einfach, weil man die Kontur hier so gar nicht richtig sehen kann. Wir werden die Flächen einzeln folieren und deswegen mit dem Knifeless-Band quasi hier in die Ecke reingehen. So, das kleben. Und dann kann man nämlich hier richtig schön einfach in der Kontur langlaufen. So, und dann kann man nämlich jetzt hier schön einfach die Kontur abnehmen. Ja, und dann hat man hier einen wunderschönen Übergang. Theoretisch, wenn es kleben würde. Das ist nämlich tatsächlich Fluch und Segen zugleich bei diesem Tape, dass es manchmal nicht klebt. Was kacke ist, weil wenn sich das nämlich löst und ich dann quasi die Ecke da abfoliere, drüber foliere und sich das dann gelöst hat, dann kann ich das nicht mehr ordentlich ausschneiden. Da müssen wir nochmal richtig entfetten, dass das wirklich klebt. Ja. Leute, das sitzt. Also man muss halt wirklich die Ecken penibelst sauber machen, dass es dann auch wirklich da drin klebt. Aber das sieht gut aus und jetzt kann ich hier quasi mit dem Föhn, ich habe übrigens mir immer so einen Akkuföhn gegönnt, das ist richtig smart, kann ich das einfach nochmal schön warm machen, dass es auch wirklich richtig klebt. Und dann kann die Folie auch schon drauf. Und gleich zeige ich euch den Stunning-Moment, wenn man das abzieht. Das ist echt ziemlich cool. Jetzt probiere ich das mal alleine. Gucken, ob ich das noch kann. So funktioniert es schon mal nicht. Es war nämlich eine knappe Kiste hier. Aber hier konnte ich nämlich tatsächlich die Folienbreite nehmen, als Länge sozusagen. Und habe mir nur die Höhe ausgeschnitten. Genau, jetzt hauen wir uns hier nochmal ein paar Dingers drauf.
Hier, ich zeige euch mal ganz kurz, wie man das am einfachsten tatsächlich dann alleine machen kann. Man nimmt sich das, ne, teilt sich das hier quasi einmal, piddelt dann die Folie ab, was mit dem Handschuh ein bisschen Pain ist. So, im Idealfall hat man dann noch ein Magnet zur Verfügung. Dann nimmt man einfach den hier, tackert sich das hier so hin und dann kann man sich einfach ein Messer nehmen. Und das dann einfach hier drauf ziehen. Dann rakelt man die erste Seite fest mit einem Rakel, den man besser vorher schon dabei hat. So, einmal schön von der Mitte raus. Das ist wichtig, ja? Von der Mitte raus die Luft wegstreichen. Hier lassen wir ein bisschen locker. So, da oben müssen wir gleich gesondert ran. Kleine Luftblasen kann man hier schon rausdrücken. So. Und jetzt, wo das klebt, können wir das hier einfach abziehen, falten uns das hier auf und ziehen uns einfach hier das Tape ab. Und zuppeln uns das nochmal ein bisschen zurecht. Flutsch! Super! Hier die Luftblasen, die knallen wir dann da noch raus. So, und dann können wir eigentlich auch schon hier nach oben gehen bis über unser Schneidband rüber und das komplett, vor allen Dingen ohne Spannung, damit die Folie sich da einfach schön reinlegen kann. Also am geilsten ist es wirklich, wenn Folie so spannungsfrei wie möglich irgendwo verarbeitet wird, weil dann die Gefahr, dass sie sich quasi irgendwann wieder hebt, also löst, weil sie einfach zu sehr auf Spannung war, einfach nicht gegeben ist. Ne? Jetzt können wir hier das Ganze nochmal mit dem Föhn durchgehen und dann kann ich quasi auch schon das Magic Schneid Tape verwenden. Gut. Toll, ich liebe Folie. Folie ist einfach geil. So, und jetzt kommt nämlich der Magic Moment. Aber Dominik, wie funktioniert das denn eigentlich mit dem Schneidband? Ja, das ist ganz einfach. Man tüdelt sich das hier so fest, hält es hier einmal fest, zupft es quasi einmal raus, dann trennt das Schneidband quasi diese Application-Folie hier und dann findet man hier nur einen Anfang und dann kann man die einfach hier so durchziehen. Da muss man natürlich gucken, dass man hier nicht gegen die Folie arbeitet, so, sondern so ein bisschen mit der Folie geht. So. Dann ziehe ich mir das hier einmal lang, einmal abgeschnitten und dann kann man das jetzt hier quasi lösen und diese grüne Application Folie, die wird quasi einfach unten rausgezogen. Seht ihr das? Hier, ne? Die ist dann einmal mit festgeklebt, die löst, aber die hat so eine Anti-Haft-Beschichtung quasi drauf. Und schon habe ich eine wunderschöne Kontur, ohne auf dem Lack zu schneiden. Ist das was? Oder ist das was? Das ist was. Das ist was, oder? Erste Seite ist fertig. Ich glaube, wir machen die anderen im Zeitraffer, weil gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viel zu erzählen. Und dann zeige ich euch das Ergebnis, wenn das Ding einmal fertig ist, glaube ich. Ja, so machen wir. So, jetzt müssen wir gleich Mittagspause machen, aber ich wollte euch mal kurz das nochmal zeigen. Hier, Heckklappe ist entsprechend foliert, auch hier das VW-Logo innen drinne. Ist Schnieke. Hier habe ich es jetzt so gemacht, ich habe quasi das Schneidtape überlappen lassen, weil ich nämlich hier eh einen Übergang habe. Man kann jetzt hier das einmal rausziehen. Und dann ist das auch schon Schnieke. Oh, sieht doch ganz geil aus, so von der Seite schon. Ja, das ist einfach eine schönere Nummer, als wenn die Kiste einfach nur komplett weiß ist. Schon geil so.
Alter, Freunde, warum ist eigentlich immer, wenn ich am Folieren bin, der heißeste Tag der Woche? Das ist doch schon wieder komplett bescheuert. Es ist so warm hier drinnen. Aber, wie ihr seht, ich bin fertig. Das Fenster ist ausgeschnitten. Ich habe so ein bisschen Rand, also Lack stehen lassen, damit das Dichtmittel, das Butyl, später da besser drauf sitzt. Ja, aber hey, komm mal hier, du. Sieht doch gut aus. Heck ist auch wieder zusammengeschraubt tatsächlich schon. VW-Logo ist wieder dran. Und die Seite ist auch ready. Ja, und jetzt kleben wir das Fenster wieder ein. Wir benutzen dafür Dekasil. Und zwar dieses hier. Das 8936. Damit haben wir bislang die beste Erfahrung gemacht. Damit haben wir bis jetzt jedes Fenster dicht bekommen. Und ja, da kommt jetzt hier eine Klebeschicht auf den Rahmen drauf. Also quasi einmal hier so. Und dann können wir das wieder einsetzen. Und natürlich von innen mit den Schrauben, die René vorher rausgeschraubt hat, verschrauben. Ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das ein bisschen viel war. Aber egal, das kann man ja wieder abtupfen. Besser zu viel als zu wenig, Freunde. So, Fenster. René ist drin. Es quillt schon raus, ohne dass es überhaupt festgeschraubt ist. Gut, René schraubt die Dinger jetzt fest und ihr seht jetzt schon, da kommt überall das Dekasil raus. Vielleicht war es ein bisschen viel, aber macht nichts. Man kann später dann so, ja, wir lassen es jetzt über Nacht mal anziehen und dann kann man das später einfach abrubbeln. Das geile Zeug. Ist geil, ist wirklich gut. Ist wirklich gut. Gut, ihr Lieben. Also, der Crafter ist fertig. Das Fenster ist drin. René hat heute Morgen auch schon die überschüssigen Dekasil-Reste abgepopelt. Und jetzt guck mal, was die Jungs hier schon wieder treiben. Ich habe eigentlich immer erst gesagt, eigene Fahrzeuge nach Feierabend. Aber nein, hier hört ja keiner auf mich. Ja, jetzt schrauben die schon wieder an den Transit rum. Was ist denn hier schon wieder? Die Federn sind gebrochen vorne. Habt ihr das schon gezeigt in irgendeinem Video? Ja, toll. Ja? Guck mal hier. Das ist Renés neuer Nasenpiercing. Ja, Injektoren und so solltet ihr ja eigentlich gesehen haben, dass die Jungs das fertig gemacht haben. Die Bude läuft auch wieder, das ist ja schon mal nicht schlecht. Und jetzt müssen halt hier noch neue Federn rein. Das machen die Jungs jetzt, das dokumentiere ich auch nicht, denn wir gehen jetzt weiter in den HX, den wir da haben. Dafür gibt es aber ein anderes Video. Wir müssen momentan so ein bisschen hin und her springen, weil wir viele Projekte auf einmal haben. Und dann gucken wir mal, was in diesem Video noch hier so passiert. Ich hoffe, dass René heute wieder mit seiner Karre nach Hause fahren kann, damit die endlich mal hier vom Hof ist. Ja, so. Viel Spaß, Jungs! So, ihr Lieben, ey, es ist mal wieder richtig viel los hier. Guck mal, der Pilote ist wieder hier. Da mussten wir noch zwei Kleinigkeiten machen. Wir haben hier hinter uns gerade einen Sprinter angeliefert bekommen. Der kriegt ein Höherlegungsfahrwerk rein. Das gibt aber ein extra Video und der bekommt auch eine Solaranlage. Und genau, der Crafter, der steht jetzt hier draußen. Der wird heute abgeholt. Toll. Und guck mal, was wir heute bekommen haben. Endlich, Freunde, es ist endlich soweit. Wir haben einen Kompressor bekommen von RP Tools. Und zwar ist es so ein übelst krasser Flüsterkompressor. Hier mit 270 Liter Tank. Ja, und damit können wir dann hoffentlich in Zukunft unsere Luftverrohrung hier endlich mal starten. Denn aktuell arbeiten wir noch mit einem Mini-Kompressor, den wir hier so provisorisch verschlaucht haben. Und dadurch, dass wir ja gerade eh noch im Umbau sind und auch diese kleine Halle, wo der René hier schon mit dem Hubwagen bereitsteht, auch noch eine zweite Ebene bekommen soll und wir das alles umstrukturieren, werden wir den Kompressor dann irgendwo hier auch noch einpflanzen, wo auch immer das sein wird. Und dann wird es da auch nochmal ein extra Video drüber geben, wie wir diese komplette Druckluftversorgung hier realisieren werden, weil mit diesem Ding haben wir dann endlich mal eine vernünftige Basis. Der Pump ist 15 Bar. Damit können wir also in Zukunft richtig geil arbeiten. Ja, und das gibt auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen Videomaterial. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir das Moped hier in die Halle bekommen, weil gleich soll nämlich hier die Welt untergehen. Deswegen, ja, einmal ran da, Herr Schulz. Dan, 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 dan. Wo ist denn der? Guck mal, der versteckt sich schon wieder. Marc. Ui. Ja, kein Problem für die Jungs. Gar kein Problem. Aber ich würde sagen, wir räumen den auf eine andere Palette. Oder lassen wir ihn da drauf stehen? Das ist jetzt halt die Frage. Ich meine, wir brauchen diesen Platz hier, brauchen wir eigentlich gerade eh nicht. Das ist eh Pappmüll. Das heißt, man könnte ihn vielleicht gerade erstmal da hinstellen. Komm, dann räumen wir die Pappe hier mal weg. Und das Rollbrett hier, das kann auch mal zur Seite.
Und dann steht er jetzt halt einfach erstmal da. Weil ich kann euch auf jeden Fall auch schon spoilern, das ist nicht das einzige Gerät, was wir von RP Tools bestellt haben. Denn wir werden uns natürlich auch werkstattmäßig hier in unserem Werkstattsortiment noch ein bisschen erweitern. Und werden zum Beispiel auch eine Reifenwucht- und Montiermaschine bekommen. Das sind zwei verschiedene Maschinen. Einmal zum Reifen montieren und einmal zum Reifen wuchten, weil wir jetzt in Zukunft öfter mit Reifen und Felgen arbeiten werden. Und der grundsätzliche Plan ist, dass wenn hier später die zweite Ebene drin ist, dass wir quasi da hinten in der Ecke, da wo die Jungs gerade hantieren, dass wir da die Reifen-Montierecke hinmachen. Genau. Und dieser ganze Online-Shop-Kram und so soll dann hoch in die zweite Ebene. Das ist so der Plan. Aber das dauert alles noch ein paar Tage. Wobei wir tatsächlich nächste Woche die Holzlieferung bekommen sollen. Also dieser Bau der zweiten Ebene, der steht auf jeden Fall auch schon hier in den Startlöchern. Yeah! So Leute, eine kleine weitere Aktion, die wir heute noch machen, beziehungsweise Maggi gerade machen ist, habe neue Verbandskästen bestellt und zwar speziell ausgestattet für die Kfz-Werkstatt nach DIN-Norm bla bla bla. Und genau, der kommt jetzt hier schön markant hin. Wollen wir das eigentlich mit einer Wasserwaage machen oder denkst du, du kriegst es gerade hin? War das genau parallel zu diesem Strich. Muss ich das danach messen oder wollen wir es mit einer Wasserwaage machen? Ja, genau, die ersten Unfälle sind schon passiert. Weil es natürlich jetzt wichtig, ich meine, es ist sowieso wichtig, wir hatten auch immer Verbandskästen hier, gar keine Frage, aber es gibt natürlich da auch spezielle Verbandskästen und wir haben uns so ein bisschen mit diesem ganzen Thema Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit und so einem Kram auseinandergesetzt. Ja, jetzt fragt mich nicht wegen meinen Flipflops. Ich habe mir Sicherheitsschuhe bestellt. Zeige ich euch vielleicht in diesem Video noch. Mal gucken. Genau, und hier in der Holzwerkstatt gibt es jetzt auch einen für Holzverarbeitung. Die Kästen sind halt alle so ein bisschen unterschiedlich, immer je nach Einsatzzweck. Hier ist zum Beispiel noch was zum Ausspülen und so dabei, dass man, wenn man Holzstaub oder irgendwas in den Augen hat, dass man das dann ausspülen kann und so. Einfach eben speziell für die Anwendungsbereiche. Ansonsten rüsten wir auch hier gerade groß nach mit Warnschildern und Warnhinweisen und sowas. Und ja, das war vorher der Sicherheitsverbandskasten hier. Wo ist er denn? Da. Toi, 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 in den letzten 4 Jahren haben wir bislang immer nur Pflaster gebraucht, weil ich so dumm war und mir die Finger geschnitten habe. Aber bislang ist hier, Gott sei Dank, noch nicht wirklich was passiert. Das ist schon mal gut. Soll ich irgendwie schrauben oder kriegst du das hin? Ich bin schon fertig, sagt er. Alles wieder schief. Das ist modern, muss das sein. Wahnsinn. Hast du eigentlich einen Werbedeal mit Best Washed of Town, in Town? Nein, habe ich nicht, leider nicht. Nee? Leider nicht. Vielleicht sollten wir das mal an Land ziehen. Das wäre eine geile Idee. Oder? Ja, all you can eat washed, eine gute Idee. All you can eat washed. Geil. Hier ist auch noch irgendwas von Würth gekommen. Ich weiß gar nicht, was wir da bestellt haben. Ah, Reifentüten. Genau, weil wir jetzt in Zukunft auch mehr mit Reifen und so machen. Hups. Haben wir uns so Reifentüten bestellt, damit wir den Kundinnen, wie auch immer, da die alten Reifen dann auch in Tüten ausliefern können, damit die ihre schönen Wohnmobile nicht verdrecken mit den alten Reifen. Das wird hier alles ganz schön professionell, sag ich dir. Aber es ist ein langer Weg. Also es ist auf jeden Fall ein anstrengender Weg, was man alles beachten muss. Ey, das ist einfach unfassbar. Nächsten Tag. So, Freunde, gestern haben wir euch ja gezeigt, dass der Kompressor von RP Tools gekommen ist. Und ja, vielleicht kam gerade noch mal eine Spedition und hat weitere Kisten gebracht. Denn, ja, wir haben uns ein bisschen beschert. Und hier in den großen Kisten, da sind tatsächlich eine Reifenwucht und eine Reifenmontiermaschine drin, die wir aber erst auspacken werden, wenn wir hier soweit sind. Das wird also noch ein bisschen dauern. Was aber hier in den kleinen Kisten ist, das interessiert uns natürlich sehr, denn hier sind Werkstattwägen drin. Wir haben uns einmal von RP Tools neu ausstatten lassen mit vernünftigen Werkstattwägen, mit großen Werkstattwägen. Und der Maggi, ich sag's euch, der ist schon richtig nass drauf. Der hat richtig Bock. Genau, und ich denke, wir packen das jetzt einfach mal aus, oder? Alter, Digga, das ist ja mal geil. Also Optik ist schon mal 10 von 10, oder? Guck mal die andere Seite an, die ist noch geiler. Lass mal ein Hörnchen rum. Wow, that looks like a professional, huh? Sieht sehr, sehr gut aus, sehr hochwertig auch. Richtig hochwertig. Mhm. Mal ein Fragen, da müssten doch eigentlich irgendwie Rollen dabei sein, oder? Wo sind die? Die sind drin. Drin, wo drin? Warte mal. Ja, die sind dran. Wie kriegen wir das jetzt hin? Dran, ganz eindeutig. Ja, eindeutig. 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 Komm, wir heben das mal da raus. So schwer kann die doch nicht sein, oder? Lass mal runter, genau. Ja, ja. Cool. Und wo ist jetzt der Schlüssel? So, Ruf in Schlüsseldienst.
Wir rufen jetzt den Schlüsseldienst. Ja, hier ist so ein Schlüssel. Das ist halt so ein relativ einfacher, aber... Der wird wahrscheinlich in den anderen Kisten sein. Das hier? Nein. Naja, dann packen wir es halt mal aus. Vielleicht hat das mit der Reifenmontiermaschine auch gar nichts zu tun, was hier drin ist. Wo habe ich denn jetzt das Cuttermesser hin hier? Hier ist da der Schlüssel. Mann, ey. Einfach mal richtig gucken. Mal richtig in die Verpackung gucken. Here we are. Wow, geiles Werkzeug, Junge. Guck mal, geiles Werkzeug. Maggi richtig enttäuscht. Hey, Bruder, wo ist das Werkzeug? Du brauchst beide Schlüssel. Ja, genau. Du brauchst im Grunde beide Schlüssel, um die... Das ist eine extra Schließung für die Reihe. Genau. Also müssen wir die abmachen und stecken wir die Schlüssel rechts und links rein und dann passt das. Die Frage ist, aber hier steht ja auch Insert for Second Drawer. Guck mal, hier steht es ja alles drauf. Hasi. Ja, geil, ey. Freunde, wir packen das mal aus und dann bestücken wir das. Und dann zeigen wir euch gleich einfach mal die Bestückung des Werkstattwagens des Neuen. Warum ist das falsch rum? Nein. Das, Junge, das... Nein. Das hat eben nur geklingelt, Alter. Das ist einfach so eine richtige Art so wie Strafarbeit jetzt. Aber guck mal, wie geil. Alter, Fleißarbeit, aber schöne Arbeit. Guck mal, geil, so ein Ding hier. Was ist das? Für enge Orte, kannst du an engen Orten ratschen. Ah. Sehr, sehr geil. Und alles in einer Schublade, alle Ratschengrößen. Das ist wirklich das, was sich jeder Mechaniker wünscht. Also ganz ehrlich, ich glaube, das... was ist das denn? Das ist ein Linksausdreher. Das ist, wenn du Schrauben hast, die rund sind, kannst du sie damit... Echt? Ja. Ach krass. Das ist ja auch mega viel Spezialwerkzeug dabei, was wir so bislang gar nicht haben. Ja, was man aber irgendwann brauchen wird. Hey Maggi, ich wünsche dir viel Spaß beim Neusortieren. Da kannst du dich schon mal mit deinem neuen Werkzeugkasten auseinandersetzen. Wir haben sogar viel Zahnnüsse. Ja geil. Das ist halt für Zündkerzen. Super geil. Und wo kommt die jetzt hin? Da. Du Lump. Ich pack mal weiter aus. So, Leute, mittlerweile ist das gute Stück bestückt und ich mache jetzt mal einfach hier mal so eine ganz schnelle Sneak-Preview. Digga, ist hier viel Werkzeug drin oder was? Also hier sind so die ganzen Ratschen, die ganzen Nüsse, wir haben Langnüsse, wir haben hier die zum Reifen wechseln, haben eine große Ratsche, Verlängerung. Was ist das? Eine Verlängerung. Das ist eine gute Frage. Das ist eine Verlängerung mit... Mit irgendwas. Mit Kraft und ja, so einem Durchstecker irgendwie arbeiten kannst. Habe ich auch noch nie gesehen, muss ich ehrlich sein. Macht nichts. Aber auf jeden Fall Nüsse bis zu einer Größe von 32. Das ist für so einen Koffer, glaube ich, schon echt... Oh, 36 sogar. Hier, guck mal. Sogar 36. Das ist für so einen Koffer ja schon echt überdurchschnittlich groß, würde ich sagen. Absolut, ja. Genau, diese Linksausdreher und so, das ist cool. So, dann gehen wir hier weiter. Da haben wir, die ganzen Vielzahnnüsse. Witzig, habe ich erst ein Set gekauft von, aber jetzt haben wir es doppelt, ist auch okay. Die ganzen Kreuz, Schlitz, whatever. Hier lange Stecknüsse. Hammer. Guck mal, hier sogar die für Torx. Krass, oder? Mhm. Das ist schon geil, so ein T30, T40. Irgendwann wird man die brauchen. Irgendwann wird man die brauchen und wird sich freuen, dass man das hat. So, hier die ganzen, Digga, das sind auch alles Torx. Ja, mit Torx sogar, ja. Mega. Kreuzschlitz, Schlitz, Torx, ist sogar, doch, Kreuz und Schlitz. Und hier sogar für Elektrik, mega. Hier sind Prüfelektrotester, toll. Hier, Zangensortiment, auch wichtig. Hier kommen die großen Kavenzmänner. Ja, die Ringschlüssel bis zu einer Größe von 36. Auch das ist sehr, sehr praktisch. Dann kommen wir hier zu Schlagnüssen jeglicher Art. Selbst hier auch mit Torx und so. Was sagst du dazu? Geil. Geil. Fällt mir nichts mehr ein. Da fällt mir nichts mehr ein. So, und hier unten haben wir dann noch solche Stechbeitel und den ganzen Kram, Hammer und so. Auch das ist ein sehr sinnvolles Zeug. Hier geht es dann weiter mit kleinen Ringschlüsseln. Auch ziemlich nice. Auch hier, was hast du gesagt, für Bremsleitungen und so, Bremsleitung, ne? Bremsleitungen, ja. Genau, die sind hier irgendwie speziell offen oder was, keine Ahnung. Kennt das Werkzeug ehrlich gesagt nicht. Aber Maggi hat sich gefreut, dass wir es haben. Das ist schon mal nicht schlecht. Hier, auch wichtig, Imbusschlüssel, auch als T-Griff, als T-Stück. Oder auch hier als Sortiment, einmal Torx, einmal normal, Imbus. Dann haben wir hier Pfeilen und hier solche kleinen Haken, um irgendwas irgendwo rauszuziehen, hervorzuziehen. Das sind hier irgendwelche Messtools. Damit kann man ein Auto aufknacken, hat Maggi gesagt. Damit kann man die Tür aufhebeln. Cutter, ja hier Messschieber, genau. Irgendwelche leeren, dicken leeren, das ist auch sehr, sehr spannend. Hier nochmal richtig geile T-Griffe für Nüsse. Oder mit Nüssen besser gesagt, für Sechskant, super geil.
Und hier unten ganz zu guter Letzt nochmal hier solche Schlauchabdrücker. Die sind sehr wichtig und das habe ich tatsächlich auch schon öfter gebraucht. Wenn man zum Beispiel irgendwie an einem Wassersystem rumfuscht und da mal doch nochmal einen Schlauch zudrücken muss, kann man diese Dinger eben ganz gut nehmen. Ja, und das war's. Krasses Sortiment auf jeden Fall. Koffer, gute Qualität, gell? Absolut. Also, sehr hochwertig auch, ja. Macht schon guten Eindruck. So, und jetzt haben wir hier noch den kleinen Bruder. Den da, Maggi. Du darfst. Wow. Hier ist auch der Schlüssel. Ja, das macht irgendwie mehr Sinn. Wollen wir gleich mal reingucken? Ja. Ist auch eine geile Farbe. Ist eine andere Farbe, ne? Ja. Sieht ein bisschen eloxiert aus. Blau, aber richtig geil. Ist alles drin. Hier ist schon alles drin. Das packen wir nachher mal aus. Also hier auch wieder. Mhm. Ähnlich. Nice. Ja. Ähnlich sortiert. Aha. Geil. Auch hier, die da, die sind im anderen Koffer nicht drin. Die mit dem abgeköpften Hals. Ja. Hier auch wieder Schlagnüsse und so. Hammer. Ja. Hammergeil. Richtig, richtig gut. So, guck mal, hier ist sogar eine Taschenlampe. Batterie leer. Genau. Aber auch Hammer und so ein Sortiment. Auch nicht schlecht. Ja, und hier noch zwei zum Selbstbestücken. Ja. Das ist der kleine, der hat 220 Teile. Ich glaube, der andere hat über 400 Teile. Ist krass. Ich verlinke euch natürlich RP-Tools auch mal unten in der Beschreibung. Es gibt auch einen Rabattcode, mit dem spart ihr 10%, wenn ihr Sachen bei RP-Tools bestellt. Weil natürlich, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen, ja, schon so ein bisschen für den Fortgeschrittenen hier, würde ich sagen, die große Kiste. Aber ich sag mal, wer sich so eine kleine Kiste für zu Hause gönnen will, der kann das auf jeden Fall tun. Genau, da könnt ihr 10% sparen, wenn ihr den Code benutzt, den ich euch hier einblende und vor allen Dingen auf den Link klickt, der in der Videobeschreibung ist. Vielen Dank auf jeden Fall auch an dieser Stelle an RP-Tools nochmal für die Zusammenarbeit. Ich habe da richtig Bock drauf und da wird es auch in Zukunft auf jeden Fall noch mehr Videos geben, denn wie gesagt, wir haben jetzt hier eine Kfz-Werkstatt, wie ihr wisst, und diese Mopeds hier, da freue ich mich schon richtig drauf. Wir haben sogar theoretisch schon den ersten Satz Reifen und Felgen, den wir montieren müssten, aber das muss so schnell passieren, dass wir das leider selber nicht umsetzen können, weil wir da hinten ja erstmal alles komplett aufräumen müssen, damit es hier funktioniert, ne? Dauert leider noch. Aber den kann man sich auf jeden Fall schon mit rüber in die Werkstatt nehmen. Das brauchst du mir nicht zweimal sagen. Der Maggi so, ja, ja. Tschüss. Tschüss. Die Frage, die ich jetzt gerade habe, wo wollen wir das Ding denn hinstellen? Ja, machen wir den mal weg hier, oder? Ja, der Kleine kann da weg, aber der ist so hoch, dass wir den da nicht hinpacken können, weil da nämlich die Lampe und so ist. Dauer geht das natürlich nicht und eigentlich hatten wir den Werkstattwagen hier, aber der ist so gut, wir können ihn aber theoretisch vors Plattenlager einfach stellen. Die Platten brauchen wir ja nicht. Der ist doch top, dann stellen wir den da hin. Aber das müsste doch eigentlich gehen, oder? Kommst du hier am Sprinter vorbei? Ja. Du brauchst einen LKW-Führerschein für das Ding. Ja, hast du nicht, ne? Nee. Dann darfst du den nicht fahren. Das Gelände ist abgesperrt. Privatgelände geht. Guck mal, das ist doch wie dafür gemacht, Junge. Das Ding stelle ich mir in die Küche. In die Küche? Ja. Dann machst du hier Induktionsplatte drauf. Ja. Kaffeemaschine rechts oder Wasserkocher für deinen Tee. Alles, was du brauchst. Schön. Damit kann man arbeiten, würde ich sagen. Prima. So, heute ist Freitag. Maggi und ich sind nämlich hier noch an dem Hümer am Arbeiten. Ich wollte euch das nur kurz zeigen von RP-Tools. Wir sind auf jeden Fall sehr happy darüber und sagen, wie gesagt, danke. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Anregungen, haut sie gerne in die Kommentare. Und wir beenden dieses Video jetzt hiermit. Und ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. Wir müssen auf jeden Fall jetzt gleich nochmal ein bisschen aufräumen. Bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Tschüss, Mädel.